mit dem Niederfall der Engel vor Adam a.s., wie wir natürlich jetzt schon berichtet haben. Aber interessant ist, Leute, wirklich interessant ist, weder steht in der Tora etwas über die Begegnung des Herrn Jehova, also Gott, mit den Engeln vor der Erschaffung Adams, noch die Niederwerfung der Engel vor Adam. Also wenn Mohammed, wie die Orientalisten sagen, den Koran von der Tora kopiert hat, hat er schlecht kopiert. Weil in der Tora kommt die Niederwerfung der Engel vor Adam nicht vor und die Begegnung mit Jehova nicht vor. Aber diese Geschichte kommt im Koran an mehreren Stellen vor, demonstrativ vor, dass das passiert ist. In der Tora kommt das nicht vor, dass so eine Sache vor Jehova passiert ist. Jehova ist der Name Gottes in der Tora, was nach unserer Meinung kein Problem ist, können wir akzeptieren, Jehova, weil Jehova ist der Name Gottes, der im Arabischen von Kul Huwallahu Ahad, Ja, Huwe, Ja, O, Huwe, du, O, du, dessen Namen ich nicht mal aussprechen will. Deswegen sagen heute einige jüdische Rabbiner, Rabbi Shlomo zum Beispiel, also die Chassidin, sagen zu Gott zum Beispiel Hashem. Wenn ihr euch mal Vorträge anguckt, die sagen Hashem. Hashem hat das gemacht, Hashem hat das gemacht. Was heißt Hashem? Kennt ihr? Das kommt von dem Wort Isim, der Name. Der Name hat das gemacht, der Name hat das gemacht. Weil die Juden, die Kinder Israels, so oft den Namen Gottes benutzt haben, sein Ismul Azam, dass sie irgendwann mal eine Strafe bekommen haben, haben sie sich davor geschützt, seinen Namen zu sagen. Deswegen haben sie Yahweh, o du, er, Yahweh, o du, also Jehova, Yahweh gesagt oder Hashem gesagt, Isim gesagt, Name gesagt. Damit ihr mal versteht, also wie tief das eigentlich hier miteinander alles verwurzelt ist. Und letztendlich kommt in der Tora diese Niederwerfung nicht vor. Aber was kommt vor? Es kommt indirekt vor. Ich lese euch mal zwei Kapitel aus der Genesis, aus der Tora. 1. Kapitel, 26. bis 27. Vers. Und Gott sprach, ich lese Tora, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Das ist der erste Vers. Der zweite Vers, im 3. Kapitel, im 22. Vers. Dann sprach Gott der Herr, Jehova, seht, der Mensch ist geworden wie wir. Er erkennt Gut und Böse, Irade, dass er jetzt nicht die Hand ausstreckt, auch vom Baum des Lebens nimmt, davon isst und ewig lebt. Das sind die wichtigsten Anhaltspunkte der Erschaffung Adams im Abbilde Gottes. Also das Abbilde ist hier symbolisch, wurde natürlich hier missinterpretiert von bestimmten jüdischen Theologen, dass wir wirklich heute bei jüdischen Theologen, und ich habe das selber mit meinen eigenen Ohren gehört, du siehst bei den Juden oder in der jüdischen Theologie einen apokryphischen Gott. Also apokryphisch halt, so wie du und ich ein Mensch sind, ist Gott Gott. Er hat auch Kleider, die er sich unterschiedlich anzieht. Also das wird da quasi, ich weiß nicht, wie das in der, die Kabbala akzeptiert das, glaube ich, nicht so ganz, aber die anderen jüdischen Theologen akzeptieren das schon sehr, sehr stark. Ihr wisst, Gott hat mit Moses ja mehrere Mal gesprochen. Das erste Mal, als Moses von Midian zurückkommt, mit dem brennenden Busch, und dann auf dem Berg Sinai, und bei beiden Sachen hat er andere Kleider angehabt und sah er anders aus. Also als Mensch wird berichtet. Die Kabbala widerspricht ihm, so viel ich weiß, dieser Theologie, weil die Kabbala, viele denken immer Kabbala, immer Zauberei und so, es ist nicht immer so. Kabbala ist so eine Art, naja, eine interessante Art, und die akzeptiert eigentlich einen Gott, der pantheistisch ist, also allumfassend ist. Also alles ist Gott.
Also da siehst du in der jüdischen fundamentalen Theologie ein Gott, der apokryphisch ist, also Körper hat, Mensch, so aussieht wie wir, weil er uns erschaffen hat, so wie er ja aussieht, nach dieser Theologie, in der konservativen jüdischen Theologie. Und dann gibt es die Kabbala, die sagt, nee, im Gegenteil, das ist Gott nicht, Gott ist alles. Also alles, alles ist Gott, alles, wir sind alles eins, also Bahtetul Wujud, Pantheismus, also von einem Extrem ins andere Extreme. Jetzt aber hier wichtig, dabei wird durch die Anwesenheit von Engeln jedoch in den Tora-Kommentatoren, also die Tefsir-Gelehrten der Tora, berichten über die Engeln dort, weil hier man sagt in der Genesis, ja, Gott sagt die ganze Zeit von wir, wir, wir. Stimmt, wörtlich kommen die Engel nicht vor. Wir sehen aber zwischen den Zeilen, dass dort die Engel im Laufe sind. Der christlichen Theologie, Theologe, ein christlicher Theologe, ist derselben Meinung. Allerdings wurde auch von all den Christen die Behauptung aufgestellt, dass dieser Plural, also wir, ein Zeichen der Dreifaltigkeit sei. Also das ist natürlich ein bisschen abgehoben. Die Niederwerfung der Engel vor Adam wird in der Tora-Interpretation so beschrieben, dass die Engel sich wie ein Gott vor Adam niederwerfen wollten, aber Gott verhinderte dies. In Vita Adami, eine apokryphen Quelle, außer den heiligen Büchern, wirft sich der Engel Michael vor Adam nieder, eine Apokryphe, sagt das. Der Engel Michael wirft sich vor Adam nieder und lädt andere Engel auch dazu ein, sich niederzuwerfen, eine Apokryphe. In dem auf Syrisch verfassten Werk, Achtung, in dem auf Syrisch verfassten Werk, die Höhle der Schätze, heißt es, dass sich alle Engel, außer dem Teufel, vor Adam niederwarfen. Das heißt, die Geschichte vor dem Koran, die dem Koran gleich ist, ist eine Geschichte aus dem syrisch verfassten Werk, die Höhle der Schätze, wo genau das Gleiche steht wie im Koran, dass alle Engel sich vor Adam niederwarfen, außer der Teufel, der Satan nicht. Was wir im Koran ja aus mehreren Versen kennen. Ich habe diese Geschichte übrigens mal ein bisschen versucht, ein bisschen detaillierter zu lesen, ohne jetzt zu sagen, der sagt das oder der sagt das. Es gibt eine Reihe von Hadithen, die Jalaleddin Es-Suyuti in seinem Tafsirwerk Ad-Durr al-Mansur sagt. Und da sagt er, also zusammengefasst, die Engel, die sich alle vor Adam niederwerfen sollten und dies auch gemacht haben, illa Iblis, außer Iblis, das waren die Engel des untersten Himmels gewesen. Das waren nicht alle Engel gewesen, die wir kennen und die wir nicht kennen. Dann sagt, das sagt dort diese Hadithe, die also in Durr al-Mansur vorkommt, bei Imam Jalaleddin As-Suyuti. Dort steht in seinem Werk geschrieben, in der Interpretation des Vers 30 des Surah Baqarah, das waren nur die Engel, und ich will gar nicht wissen, wie viele Millionen das sind, des untersten Himmels gewesen. Nicht alle Engel waren damit gemeint, sagt Jalaleddin As-Suyuti, beziehungsweise die Hadithe. Eine Nebeninformation zu Adam a.s. Was war das erste Wort, was der erste Mensch sprach? Das ist jetzt eine interessante Frage. Du hast ein Kind, hä? Woher weißt du das? Hast du geraten? Allahu Akbar, das stimmt. Jazakallah, richtig. Das ist eine Interpretation, das ist auch die gängigste. Als Allah Adam erschaffen hat, war er erstmal, man weiß nicht wie lange, 40 Tage oder 40 Jahre als Hohlraum war er dort. Allah hat ihn aus Lehm erschaffen und er war ein Hohlraum. Und man sagt, der Shaitan ist durch seine Nase rein, durch seinen Mund raus und hier rein und da raus. Hat er gesagt, ja, was ist denn das für eine billige Kreatur? Der soll ein Kalif der Welt werden. Also so eine Situation gibt es. Und als Allah Ta'ala ihm die وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, erst als Allah in die Seele eingehaucht, also als du wurdest. Ihr wisst ja, wenn wir sterben, sind wir nicht mehr wir. Den besten Mensch, den du liebst, das kann deine Frau, dein Mann, deine Frau, dein Vater, deine Mutter, deine Freundin, dein Kind sein, du beerdigst ihn. Heute würdest du dein Kind nicht beerdigen. Aber wenn er stirbt, dein Vater, deine Mutter, beerdigst du ihn. Warum? Das, was ihn zu ihm macht, fehlt.
Wenn jemand gestorben ist, heute heißt du Fethi, ne? Allah korus, und wenn du heute stirbst, heißt du heute nicht mehr Fethi, du heißt Janase. Ich frage dann, wo ist Janase? Wo ist das Janase von Fethi? Beispiel jetzt. Ne? Warum? Dein Name ist sogar weg. Du bist nur noch das Leiche. Wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Also Janase heißt Leiche. In dem Augenblick, wo du stirbst, hast du nichts mehr, weil deine Seele ist wieder, deine Seele ist wieder weg. Ich habe, ihr wisst, vor einer Woche, heute genau vor einer Woche, heute haben wir Sonntag, ne? Heute vor einer Woche habe ich eins meiner besten Freunde, meine Kindheitsfreunde, tot im Krankenhaus aufgefunden. Ich bin ins Krankenhaus rein. Ich war leider 5 Minuten zu spät. Sollte auch ein, das war auch ein Qadar von Allah. Er war im Sterben, ein Sandkastenfreund von mir. Also das, was uns wirklich verbindet hat, war nichts anderes außer unsere Freundschaft gewesen. Der hat früher auch hier gewohnt und dann weggezogen. Und der ist 1 Monat älter wie ich. Also ich bin im April geboren, er ist im Mai geboren. Und der hat, also damit ihr auch mal versteht, man kann hopp und dann ist man weg. Letztes Jahr im Oktober hat man halt die Sache festgestellt, dass er halt Krebs hat, aber richtig krassen Krebs, also Darmkrebs mit Leukämie und also Creme de la Creme, da hat man so apfelgroße Sachen festgestellt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war die letzte Ramazan-Nacht ihn noch besuchen gewesen. Wir haben noch geredet. Wir haben gedacht, er hat das gepackt, die Chemotherapie und so weiter und so fort. Er wollte sogar wieder herziehen. Und es war aber nicht so. Und eine Nacht vorher bekomme ich halt einen Anruf. Man sagt, er wird es nicht packen, er stirbt. Da habe ich gesagt, okay, gut, dann komme ich ins Krankenhaus. Und als ich ins Krankenhaus kam, man hat gesehen, dass er tot war. Ich habe mir aber noch angepackt, weil ich habe sofort wollte gucken, wie lange das war. Also er war wärmer als ich jetzt. Also das heißt, es waren keine 5 Minuten gewesen, als er gestorben ist. Und als ich ihn angeguckt habe, Hüseyin hieß der, da war nichts mehr mit Hüseyin. Also wenn du einen toten Menschen anguckst, der ist nicht mehr. Das, was dich als dich macht, meine diejenigen, die schon das miterlebt haben, der ist nicht mehr da. Und das ist halt das, was den Menschen als Ruh ausmacht. Und als Allah den Menschen den Ruh, den Geist eingehaucht hat, dann hat er es den Engeln befohlen, wirft euch vor Adam nieder. Und als Allah, da möchte ich jetzt zurückkommen, als Allah Ta'ala Adam a.s. das Ruh eingehaucht hat, hat er genießt. Und daraufhin hat Adam a.s. Alhamdulillah gesagt. Und als die Engel das gehört haben, haben sie gesagt, Yarhamukallah, möge Allah dir Barmherzigkeit geben. Deswegen sagen wir heute, Alhamdulillah, Yarhamukallah oder Yahdina wa Yahdikumullah. Das ist eine Interpretation, die gängigste. Aber es gibt auch eine Meinung, dass sie... dass das erste Wort, was Adam a.s. gesagt wurde, als er das Ruh bekommen hat, sollte Adam a.s. die Engel begrüßen. Und er sagte, Assalamu alaikum, woraufhin die Engel sagten, wa alaikum salam, wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuh. Und von diesem Tag an wurden diese Worte zu der Begrüßung derer, die sich Gott ergeben haben, als Basis gegeben. Seit der Erschaffung Adams wurden wir seinen Nachkommen angewiesen, nämlich Frieden zu verbreiten mit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Das war das erste. Adam sagte Assalamu alaikum und die Engel sagten Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adam versuchte dann mit den Engeln zu sprechen. Achtung! Adam versuchte dann mit den Engeln zu sprechen. Wa 'allama al-Adam al-asma'a kullaha. Denn Adam hat das Sprechen beibekommen. Er konnte den Sachen Namen geben. Er konnte denken. Er konnte forschen. Ja? Er konnte betiteln. Und er wollte mit den Engeln sprechen, aber sie waren damit beschäftigt, Allah zu preisen. Den Engeln war kein besonderes Wissen oder Willensfreiheit gegeben worden, denn ihr einziger Lebenszweck besteht darin, Allah zu dienen und ihn zu lobpreisen. Adam andererseits besaß die Fähigkeit nachzudenken, eine Wahl zu treffen und Dinge und deren Zwecke zu bestimmen. Dies half Adam dabei, sich auf seine zukünftige Rolle auf der Erde vorzubereiten. Also kannte Adam die Namen von allem, aber er war allein im Himmel. Eines Morgens erwachte Adam und fand seine Frau vor ihm, die ihn anblickte, steht geschrieben in Ibn Kathir.